M-Net ist Testsieger unter den regionalen Festnetzanbietern, weil M-Net sein Highspeed-Glasfasernetz regional anbietet und ausbaut. Ansonsten hätte es das Tochterunternehmen der Stadtwerke München auch im bundesweiten Vergleich der Zeitschrift Connect auf Platz 1 geschafft. Ein Punkt mehr als der magentafarbene Mitbewerber macht M-Net zum heimlichen Testsieger. Das Ergebnis macht uns wahnsinnig stolz, weil wir seit Jahren in die Glasplattform und die Serviceplattform investieren und die Connect-Ergebnisse bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir ruhen uns natürlich nicht auf den Lorbeeren aus, sondern versuchen, den Platz hart zu verteidigen und unser Netz weiter auszubauen. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Immer mehr Immobilienbesitzer und Wohnungsbaugesellschaften in München sind M-Net-Kunden. Erst kürzlich hat eine Umfrage etwa ergeben, dass M-Net die zufriedensten Kabelfernsehkunden hat. Wir sind sehr zufrieden, ein sehr guter Partner. Die Abarbeitung funktioniert und das ist auch das Wichtigste für uns, für unsere Bewohner. Schlussendlich die Endkunden, die haben ein breites Angebot und sehr viele Möglichkeiten von M-Net. Wir sind als langjähriger Kunde von M-Net und auch in der Immobilienwirtschaft als langjährige Hausverwaltung für die Kunden froh, dass wir so einen starken Partner haben. Durch die Erweiterung, was auch in den letzten Jahren gekommen ist, durch diese Fernsehprogramme oder auch dieses Glasfaserthema, was ja vor ein paar Jahren, glaube ich, angeschoben worden ist, ist dieses ganze Thema immer wichtiger geworden. Niemand muss M-Net-Kunde werden. Immer mehr wollen es aber freiwillig werden. Denn auch der Privatkunde hat immer größeren Breitbandhunger, wie Familie Plonski im Lehel. Meine Devise ist, wenn man die Geschwindigkeit nicht spürt, dann ist es gut. Also ein Medium, wie eine Infrastruktur, wenn man die nicht sieht und nicht bemerkt, dann ist es eine gute Infrastruktur, dann funktioniert es tatsächlich. Ja. So, also kein Warten, kein Zögern. Also bei den Spielen ist es so, dass es nicht ruckelt, nicht backt und so. Dass es manchmal, wenn es eine schlechte Leitung hat, dann backen die Spiele und dann sind sie eigentlich unspielbar. Aber wenn die Leitung gut ist, wie jetzt hier, dann kann man sie gut spielen. Es funktioniert alles perfekt. Auch YouTube-Videos und Facebook ist ohne lange Ladezeiten abzuspielen. Also eigentlich alle Bereiche, in denen ich brauche, so Social Network, Zocken. Damit immer mehr Münchnerinnen und Münchner die Möglichkeiten des Highspeed-Internets nutzen können, bauen die Stadtwerke München und M-Net ihr Glasfasernetz kontinuierlich aus. Innerhalb des mittleren Rings ist das Netz schon komplett. Seit Juli laufen die Bauarbeiten für die zweite große Erschließungsphase. 27 weitere Gebiete außerhalb des mittleren Rings werden erschlossen. Gebaggert wird zurzeit im Harthof und im Hasenbergel. Wir bauen jetzt etwa 5 Jahre für die nächsten 230.000 Haushalte. Dann werden wir in Summe etwa 70% aller Münchner Haushalte erschlossen haben. Wie schaut es konkret aus? Es dauert 3 Tage, so eine Baustelle. Wir graben auf, wie man im Hintergrund sieht. Nach 3 Tagen ist wieder alles zu und alle Beeinträchtigungen wieder vorbei. Es werden je nach Baufortschritt einzelne Netzteile in Betrieb genommen. Sobald die Anschlüsse in einem Haus technisch verfügbar sind, wird M-Net die Bewohner informieren. Mehr zum Münchner Glasfasernetz und zu den Anschlussmöglichkeiten gibt es im Internet und in den M-Net-Shops.